Kritik gibt es an Daimler. Obwohl der Autobauer in der Pandemie vom Kurzarbeitergeld profitiert, will das Unternehmen auf seiner heutigen Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung für seine Aktionäre beschließen. Die Prämie für das Jahr 2020 soll auf 1,35 Euro pro Aktie steigen, rund die Hälfte mehr als im Vorjahr. Daimler verteidigt sich, man habe lange viel Geld in die Arbeitslosenkasse eingezahlt.